Hallo und herzlich willkommen bei loreline.de. Mein Name ist Eglis. Wir befinden uns im 9. Kapitel, nämlich der Weltenturm, und machen den Erfolg Chaos der Manifestation. Wir müssen dreimal gegen Iskaren und einen Abschnitt von ihm kämpfen. In dem Fall hier beim ersten Teil, wenn ihr ihn zum Beispiel anklickt, Manifestation für Verbitterung, hier auch Manifestation über Bitterung. Und wir dürfen nicht in den Downstate gehen. Deshalb wechsle ich jetzt einfach mal auf Condi, weil das ist ein bisschen sicherer, finde ich. Man muss nicht so weit ran. Und was ihr wissen müsst, ihr dürft hier in diesem Bereich nicht in Downstate gehen. Wenn ihr dann hier rüber geht zum nächsten Abschnitt, dürfen wir das jederzeit tun. So. Wir machen das natürlich alle auf einem Schlag. Das heißt, erstmal den Spaß. Verderbnis austreiben. So, Special Action Key drücken. So, jetzt dann da hinten den Kern des Hasses kaputt machen. Tada! Und weiter geht's. Und das gleiche nochmal. Nochmal Special Action Key. Ihr kriegt sogar den Hinweis, dass ihr das drücken müsst. So, wo taucht das Teilchen auf? Da hinten. Den Kern des Scrolls diesmal. Und nochmal auf Iskaren einprügeln. So, abgeschlossen. So, 33% haben wir geschafft. Weiter geht's mit dem nächsten, nämlich der Manifestation des Egos. Und dafür müssen wir weiterlaufen. So, dieses Mal geht's weiter. Und es ist die Manifestation des Egos. Wer hätte es gedacht? Kurzer Dialog wieder von Iskaren. Wieder die Erfolgsberechtigung. Hört nicht auf ihn, Wegfinderin. Mabon hat beschlossen, mir zu vertrauen. Ihr könnt das auch. Ich bin vielleicht kein Zauberer. Ihr habt die Welt an den Rand des Ruins getrieben. Euch muss doch klar sein, wenn ihr Saitan nicht getötet hättet. Immer noch Dialog. Ha, jetzt geht's los. Raus aus dem roten Feld, das seht ihr ein bisschen schlecht. So, jetzt die beiden Klone da wegmachen. Wieder auf Iskaren, wieder rausdodgen.
Und wieder die beiden Kloner. So, und wieder auf Iskaren. So, das war Schritt 2. Wir sehen uns gleich bei Schritt 3. So, und die letzte Manifestation befindet sich hier draußen, wo er einfach hier ein bisschen rumsteht und wir müssen hier erstmal ein paar Gegner wegmachen. Das ist ziemlich simpel. Hier dürft ihr jetzt tatsächlich nicht in Downstate geraten. So, und jetzt nehmen wir hier unten die Kugel ein und werfen sie auf Iskaren, damit er sich bewegt. Das müssen wir machen bis dahinter, auf jeden Fall. Kannst wieder auf ihn werfen. Jetzt müsst ihr so mit zwei größeren Kryptes umgehen. Vorsicht, raus aus dem roten Kreis. Ups. Knapp. So, wieder Kugel aufwerfen, wieder auf Mabon, Iskaren werfen. Auf Iskaren. Und wieder werfen. Wieder eine Gruppe Kryptos besiegen. Ich würde euch raten, den hier mit Neid tatsächlich zu fokussen. Er hat ein paar ekelhafte Fertigkeiten. Ich kann ihn. Ich
So, nochmal die Kugel. Tada, abgeschlossen. Viel Spaß beim Nachmachen. Liken und abonnieren nicht vergessen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.